Etwas stimmt nicht in Gareth. Diese Tatsache ist vollkommen unabhängig davon, dass die Hauptstadt in Schutt und Asche liegt. Die Aufräumarbeiten schreiten jedoch voran. Die größten Trümmer der schwarzen Festung Kolakai wurden bereits in kleine Stücke geschlagen. Doch die Steine der Straße sind feucht und rissig. Sie geben nach und bieten nun keinen Halt mehr, während die großen und schweren Wagen über die Straße rumpeln und die Trümmer versuchen zu entsorgen. Etwas stimmt nicht in Gareth. Die 8 Märtyrer wurden für über 1000 Jahren verbrannt und doch ist die Stadt wieder voll von ihnen. Überall stehen die Laienprediger, die Zeloten an den Straßen und verbreiten die Geschichten. Ehemals als Mittel, um das Volk gegen Galotta zu mobilisieren. Nun jedoch machen sie Angst. Zumindest euch. Und so beginnen wir in den Straßen der Stadt. Anfang Ingrim. Monat des Handwerks, Tag des Feuers. Wir beginnen bei Rafim und Kiaras, mitten im Park. Im Garten. Steht ihr vor der Statue von Praios, zweigesichtig, und betrachtet sie euch. Sag mal, hat euer Onkel vielleicht seltsame Interessen, von denen man zu Hause nichts weiß? Eigentlich nicht. Ich meine, er ist eigentlich der Botschafter, aber sein Bruder ist Boron-Geweihter und er lebt auch hier. Wartet, ich klopf mal gegen die Statue. Fühlt sich massiv an. Ist eine massive Statue. Ist auch nicht so ein leeres Ding. Scheint wohl echt zu sein. Komisch. Ich glaube, ich habe sie vorher auch noch nie hier gesehen. Kann ich irgendwelche Spuren entdecken? Sieht sie da frisch hingeschleift aus oder sieht sie so aus, als wäre sie hier schon länger? Die sieht auf alle Fälle schon so aus, als ob die seit längerer Zeit hier steht, ja. Ich sehe auch nicht, dass sie jemand hingetragen hat. Muss hier schon länger stehen. Komisch. Aber du warst doch auch schon mal hier. Und das ist wirklich das erste Mal, dass mir das Ding auffällt. Einmal war ich hier, aber keine Ahnung. Ich weiß es nicht mehr, ob ich sowas gesehen habe. Ich würde ja deinen Onkel fragen, aber wo ist der jetzt wohl? Keine Ahnung. Ja, links über alle Berge. Hat dein Onkel dir vorher gesagt, wo er hingeht? Nein, aber nun, wenn ich es annehmen müsste, wahrscheinlich das schon halb auf dem Weg nach Hanfer. Das ist ja auch vernünftig. Ja, was machen wir eigentlich noch hier? Naja gut, die Pflicht, nicht wahr? Aber die Statue mit zwei Gesichtern, hast du sowas schon mal gesehen? Ich meine, du bist jetzt schon länger hier in diesen Landen unterwegs. Ist doch irgendwie komisch, oder nicht? Nein, also sowas habe ich echt noch nie gesehen und... Seien wir mal ehrlich, zwei Gesichter, ist das nicht eher was für Facts. Lügen, Verrat? Wie sehen die beiden Gesichter denn aus? Sind das unterschiedliche Gesichter? Die Statue hat eine Waage in der Hand, vor der Brust dann eben diese Waage, die nicht ausschlägt. Und ein Kopf deutet nach links, einer nach rechts. Keine Gesichtszüge. Keine Gesichtszüge. Zweigesichtig, aber ob das wirklich sowas wie Augen sind, sie sind angedeutet. Hat euer Onkel vielleicht einen seltsamen Humor und wollte damit die Prioten verarschen? Könnte sein, aber nun eigentlich nicht. Eigentlich soll er hier sein, um gute Sachen zu verbreiten oder uns in guten Namen zu stellen. Na gut, macht Sinn. Das wäre dann nicht hilfreich. Je länger ich mir das Ding anschaue, desto seltsamer kommt es mir vor. Ich versuche mal so diese Waage zu bewegen. Bewegt die sich? Ja, nee, die ist auch aus Stein, bewegt sich nicht. Das ist aber ein massives Ding. Also. Würfel mal eine Sinnschärfeprobe. Erschwert um. Kommt drauf an, wie nah du stehst. Ja, ein Meter vielleicht. Für dich erschwert um 13 und für Kiaras nur um 7. Doppel-1 ist immer drin. Ah, leider nicht. War schon ein guter Wurf. Ja, lässt sich nicht bewegen. Massiver Stein. Wie schwer schätze ich ist die Statue? Also könnte man die tragen? Also könnte ich die tragen oder ist das außerhalb der Möglichkeit? Die ist genauso groß. Die steht zwar nicht auf einem Sockel, aber sie ist genauso groß wie die andere am 12-Götterplatz und damit
ja, überlebensgroß, ungefähr 2,50, vielleicht 3 Meter. Also hunderte von Kilo schwer. Ja. Also. Ja, ja. Okay. Tragen kann ich sie nicht. Ne, das dachte ich auch nicht. Die ist ein wenig zu massiv, oder? Müssen wir mal vielleicht Jalan fragen, ob der über, keine Ahnung, über diese Dinger was weiß. Nun, vielleicht haben die sie zur Sicherheit hier abgestellt? Vielleicht ist das irgendeine besondere Statue. Das kann sein, aber nun, die haben ja schon 2 komische Statuen gefunden. Irgendwie muss das doch zusammenhängen. Ja, in der Stadt stehen eine Menge Statuen, ne? Also. Wir müssen einfach mal Jalan fragen, oder? Irgendein Zwerg einfach ein Scherz? Vielleicht. Ja, ich würde es dem Zwergenkönig zutrauen. Ja, ich auch tatsächlich. Und so schnell, wie er die Thermen umgebaut hatte. Also müssen wir mal Abelmir sage ich schon. Jalan müssen wir das fragen. Der hat doch Ahnung von sowas. Sonst Isarun, die ist doch auch so pious, verrückt. Ja, definitiv. Die kennen sich damit besser aus. Das sind, die erkennen Boran einfach nicht an. Aber so als Karinor, und das ist ja auch die Villa Karinor, da hast du doch bestimmt nichts dagegen, wenn ich hier heute Nacht schlafe, oder? Natürlich nicht. Alle meine Freunde sind natürlich in meinem Heim willkommen. Hey da, was treibt ihr? Was treibt ihr da? Raus aus dem Garten! Nanu? Oh, verzeiht, Herr Karinor, ich hatte euch nicht erkannt. Ja, auf euch zu, kannst sehen, wie aus dem Haus gerade Dienerschaft tritt. Hat gerade wohl so ein Tablett in der Hand. Verzeiht, wir haben euch nicht erkannt. Wir hatten noch nicht mit euch gerechnet. Kann ich euch etwas helfen, euch etwas bringen? Kenn ich den Mann? Eine kleine Erfrischung, aber viel wichtiger. Wo ist denn mein Onkel? Euer Onkel ist abgereist. Er hat über Umwege, auf diplomatischem Wege, von einer bevorstehenden Schlacht erfahren und zog es trotz der Anstrengungen vor, dass er sich zunächst nach Punin begibt und dort verweilt, bis die Schlacht ausgestanden ist. Ich werfe mal so einen ganz deutlichen Blick so in die Südstadt. Ich glaube, das war eine gute Idee. Wie viele von euch sind denn noch anwesend? Wir sind aktuell zu dritt, eine Rumpfmannschaft, wenn man so sagen mag. Wir stehen euch selbstverständlich zur Verfügung, wenn ihr die Villa bemannen wollt, denn die steht euch selbstverständlich zu. Ja, okay, genau. Die Statue das haben wir da gesehen? Ist die neu? Nein, die steht seit jeher an dieser Stelle. Ah, okay. Sie ist doch sehr seltsam. Hat mein Onkel irgendwann mal irgendwas darüber gesagt? Er hat sie bisher in meinen Augen nie erwähnt. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, seit wann sich diese Villa in der Familie befindet. Da bin ich leider überfragt. Könnte für euch natürlich nachsehen. Aber nun, da habt ihr natürlich recht. Ich habe sie mir bisher noch nicht wirklich betrachtet, aber... Es wäre sehr freundlich, wenn ihr einmal nachschauen könntet und mir die Unterlagen zeigen würdet. Sieht aus wie ein Richter, oder? Ein Richter? Glauben ist... Soll Preios darstellen, aber... Das wüsste ich jetzt nicht, ob das eine Preios-Statue ist, aber zusammen mit der Waage könnte das zumindest ein Richter sein. Ein Richter, Ja gut, Preios ist ja auch ein Richter. Das ist aber sogar richtig. Was ist denn doch anwesend von euch? 3 Diener oder ist auch jemand zur Bewachung hier geblieben? Jawohl, mein Herr, 3 Diener. Wir sind in den Grundzügen ausgebildet und wissen, die Villa zu verteidigen gegen Plünderer, aber so etwas wie eine Basaltfaust haben wir hier selbstverständlich nicht, mein Herr. Schade. Nun, vielleicht der politische Einfluss wohl nicht. Sagt, wurde die Villa beschädigt? Ist jemand verletzt worden? Meines Wissens nicht, sie ist unbeschädigt. Sehr gut. Sehr gut. Und alle Diener sind am Leben? Selbstverständlich, mein Herr. Ich habe gesehen, dass einige Splitter niedergegangen sind, zum Beispiel auch gegenüber auf der anderen Straßenseite bei der Hohen Schule der Reiterei oder ganz generell dem Heldenberg. Das Theater ist wohl auch leicht eingestürzt und verschandelt und auch der große Ugdalfspark, der hat wohl auch ebenso etwas gelitten, aber glücklicherweise hat dieses Grundstück nichts davon abbekommen. Also haben wir das Wichtigste gerettet. Sehr gut. Wie geht es euren Familien? Vermisst ihr jemanden? Wir haben unsere Familien in Al-Anfa gelassen, mein Herr. Gute Entscheidung. Eine gute Entscheidung, ja. Haben wir was von den Nachbarn hier gehört?
Den Nachbarn? Nein, wenig. Wir haben wohl gesehen, dass etwas die Straße herunter, da gab es wohl eine ehemalige Brauerei, die ist wohl abgesackt und eingestürzt, so habe ich mir sagen lassen. Da gab es wohl einige Aufräumarbeiten, aber ansonsten ist nichts passiert. Sehr gut, sehr gut. Nun, gönnen wir uns einige Erfrischung und dann, ich würde sagen, wir schauen uns einmal die Reiterei gegenüber an. Ja, noch eine Frage. Hat sich schon mal jemand nach der Statue erkundigt? Bisher nicht, nein. Okay. Einfach eine Statue, die hier herumsteht. Wir haben zwar einige Orgien, die des Nachtens dann in diesen Gemächern dann stattfinden, aber selbstverständlich mussten wir sie das ein oder andere Mal sauber machen, wenn jemand sich dagegen erbrochen hat, aber sie war bisher von keinem weiteren Interesse. Macht Sinn. Dann schauen wir uns doch mal dieses... Ist das eine Ritterschule oder was ist das? Eine Reiterei. Okay. Ich bringe euch etwas Kühles zu trinken. Schauen wir mal, was wir noch auftreiben können. Willkommen zu Hause, Herr Carino. Es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Dann gehen wir mal weiter in Richtung Süden zu Isarun. Dein nächster Schritt. Ich bin ja im Schlossviertel unterwegs und habe da so ein bisschen Organisationsarbeit betrieben. Ich glaube, inzwischen wurde auch der Brunnen am Zwölfgötterplatz freigelegt. Korrekt. Genau, und dann wollte ich mal einfach schauen, wie weit man denn jetzt nach Süden vordringen kann. Also kommt man schon zur Arena hin, kommt man schon aus dem Stadttor raus? Ja, also mittlerweile, die Straßen sind nicht wirklich freigeräumt. Das ein oder andere Mal kann man wohl schon mit einem Karren vorbei. Aber andere Straßen sind dann so beschädigt, dass man da in Zickzack-Kursen dann zwischen den Trümmerbergen dann entlanglaufen muss. Du kommst auch jetzt wieder in Richtung des Arena-Viertels. Das würde jetzt mittlerweile also wieder ohne Klettern funktionieren, ja. Und aus der Stadt raus nach Sonnengrund geht auch. Okay, aber zur Arena direkt komme ich noch nicht. Doch, du würdest auch an die Arena herankommen und da könntest du dann auf den, von der Rückseite dann auf die Tribünen versuchen zu klettern und dann versuchen dann den Ogerlöffel zu bergen oder mal zu gucken, ob da Alrax noch rumliegt. Bisher gibt es zumindest keine Meldung von, die Arena war einfach bisher nicht interessant. Ja, nee, dann würde ich halt schon mal zur Arena mich durchschlagen und schauen, ob ich den Alrax und seine Mannschaft finden könnte. Dann bekomme ich bitte eine Kletternprobe von dir plus 7, um wie gesagt auf der Rückseite von vom Immernstadion dann heranzukommen und dann ins Innere vorzudringen, die wie gesagt dann auch komplett zerstört ist. Das wird jetzt bestimmt lustig. Hab ich doch gesagt. Ja, rutscht immer wieder ab, versuchst sie hochzuziehen und stehst dann, nachdem dir die ein oder andere Unnägel in dein Fleisch getrieben worden sind, 1W6 Schadenspunkte, beziehungsweise Trefferpunkte, kannst deine Rüstung abziehen, in die Hand getrieben worden sind oder auch dann in die Füße, nachdem du draufgetreten bist, kannst du dann dir das Immernstadion besehen und siehst, dass da der Ogerlöffel tatsächlich abgesunken ist, der Löffel rausgebrochen und wohl eine große Bombe das Ganze verheert hat und auch du hier einen großen Einschlagskrater sehen kannst. Ja, dann würde ich mir mal ein Bild von dem Ganzen machen und versuchen, dorthin zu gelangen, wo der Ogerlöffel gestanden haben muss. Mhm. Schlitterst du runter, kannst du wieder ein paar Unnägel ins Fleisch treiben und springst dann auf den Rasen, kannst dann nach einigen Schritten erkennen, dass es da runtergeht in eine dieser Bomben, die abgeworfen sind und siehst dann auch, wie der Boden leicht rissig ist. Sinnschärfeprobe. Ganz normal? Ganz normal. Ja, das sollte geklappt haben. Ja, hörst du jemanden? Irgendjemand unter dir? Rummeln? Klonken? Lachen? Die Witze vom Zwergenkönig sind die beste. Isarun muss unwillkürlich grinsen, lässt sich dann auf die Knie runter und legt mal ein Ohr an den Boden. Ruft dann, hallo? Hört mich jemand? Angrosch, bist du es? Die Witze vom Zwergkönig sind die besten.
Ich fürchte nicht. Isarun hier. Isarun. Albrecht, seid ihr es? Hi. Angrosch. Wir sind hier unten. Holt uns aus dieser Höhle raus. Die Witze vom Zwergkönig sind die besten. Aus der Höhle rausholen, hat er gesagt. Ja, wie tief seid ihr denn da unten? 3 Meter nur tief. Wir haben ein paar Risse, da sind wir reingefallen. Tut mir leid, den Ogerlöffel haben wir wohl kaputt gemacht. Jetzt sitzen wir hier. Hier unten gibt's Pilze, komm runter, Isarun. Ich glaube nicht, dass ich da runterkommen werde. Auch wenn da noch so schöne Pilze wachsen. Aber Wasser wäre nicht schlecht. Das Bier ist bald aus. Wie einsturzgefährdet ist denn eure Höhle? Also, kann ich hier einfach ein Loch reinhauen? Oder werdet ihr dann verschüttet? Nee, die Kristalle haben wir schon geprüft. Das alles hat sich verändert. Kein Stein, den Väterchen Angrosch entworfen hat. Das nicht. Ich glaube, du kannst sie fast mit der Hand umgraben. Zumindest konnten wir das. Na, kann ich bestimmt nicht so gut, aber ich stoche da einfach mal mit meinem Magierstab darum, um mal einfach zu gucken, wie ist der Boden beschaffen. Es fühlt sich an wie Gel. Auch wenn es Steine sind, aber ja, ich hatte es ja schon gesagt, dass sich der Boden verändert hat und alles nicht mehr die Konsistenz hat oder die Härte hat, die es haben sollte. Also du stichst in den Stein wie in eine Gelflüssigkeit oder in eine sehr viskose Flüssigkeit. So fühlt es sich an. Und ja, nach ein bisschen reinstochern siehst du auch, wie das dann keinen Widerstand mehr gibt. Und ja, du kannst dann tatsächlich sehen, wenn das Licht dann reinflutet, wie da unten Albrax sitzt mit 3-4 anderen Zwergen. Und stoßen da wohl gerade mit einem Horn oder sowas an. Ich winke mal runter. Ja, da habt ihr es ja gemütlich. Schön euch zu sehen, Isarun. Ja, gleichfalls. Wollt ihr mal raufkommen? Hier oben gibt's viel zu tun. Ja, wir kommen gleich. Wir haben hier ein paar Verletzte, aber wir lassen es uns hier gut gehen. So gut wie es eben geht. Ja, dann bringt ihr mal rauf. Ich versuche mal hier in diesen Boden so eine Art Treppe zu machen, dass man die leichter hochbringen kann. Komischer Boden. Runterwerfen. Ach ja, ich muss mal gucken, ob ich noch eins habe. Vielleicht habe ich eins. Ich mache mal einen Glückswurf. Hast du den Stabseil? Nein. Hast du nicht? Ja, kramst in deinem Rucksack und tatsächlich, das ist wohl von Ömer irgendwie abgeschnitten. Hast du das aufgesammelt, als das in der Brache runtergeschnitten ist? Ja, mal gucken, ob das lang genug ist. Bisschen klebrig hier unten. Wir kommen gleich. Ins West. Ja, alles klar. Ja, ich such mal, was ich hier zum Festbinden finde. Ja, wahrscheinlich irgendwie ein paar große Steinbrocken, da kannst du es dann irgendwie drum binden. Ja, irgendwie kleine Geschossmunitionsstücke für den Ogerlöffel ehemals oder irgendwie ein paar Holzstücke, die noch oben liegen. Kannst du dann festmachen in Knoten und dann ja, kannst du sehen, wie nach und nach sich 4-5 Zwerge nach oben schieben, allesamt mit gebrochenen Beinen und Armen. Trotzdem grimmig, wie sie sind, rollen sie sich dann auf diesem Gras ab oder in dieser kleinen Mulde vom Einschlagskrater blutige Schrieben, die einigen, also du siehst auch, wie Albrax ist wohl der halbe Bart abgesprengt worden, beziehungsweise abgebrannt. Viele, viele Metallsplitter, die ihm da im Gesicht stecken, blutet, aber sieht glücklich aus. Ja, ist ebenso, wie gesagt, verletzt, seine Arme und Beine sind gebrochen. Wie auch immer ein Zwerg sich da hochziehen konnte, aber er ist oben. So gut es geht, helfe ich denen natürlich, an die Oberfläche zu kommen. Isarun, ja. Das nächste Mal bitte mit Bier empfangen. Werde ich mir merken, Hochkönig. Einer der Zwerge stößt dich mit dem Ellenbogen an. Muss lachen, wenn der Hochkönig einen Witz macht. Ach ja, war ein guter. So, es gibt viel zu tun. Wisst ihr, der Ingering-Tempel ist eingestürzt. Ja, das tut uns leid. Kannst du uns irgendwie notdürftig verbinden oder geht das gar nicht? Doch, das kann ich wohl. Gut. Setzt euch da mal hin, ich hol mal das Zeug raus. Danke, du bist die Beste. Ich bemühe mich. Oder war das ein Witz? Warum sollte ich darüber einen Witz machen? Ich weiß nicht. Ich verstehe keine Witze. Du siehst, wie die Zwerge da irgendwie mit dem Kopf schütteln und dich enttäuscht ansehen.
Ja, ich beachte das gar nicht. Abelmir weiter im Norden. Thorneisinger und die anderen haben dann geholfen, die anderen Flüchtlinge, Kinder, Alte aus dem Ingrim-Tempel dann herauszuholen, die dann jetzt nach und nach allesamt über den Platz gehen und sich dann mit grummelnden Bäuchen in der alten Residenz versorgen zu lassen. Gehst du da und könntest weitergehen. Ich würde Thorneisinger nochmal ansprechen. Meister Eisinger. Ja, Magister Abelmir, wie können wir euch helfen? Mir kam eine Idee, wie wir diese Schuttberge überwinden könnten, indem wir eine Art Hochweg installieren. Ein Hochweg? Ja, eine Art Brücke über diese Schuttberge rüber. Darum habe ich mir jetzt noch keine Gedanken gemacht. Ich muss erstmal die anderen hier rausbringen. Aber wenn ihr schon weiter seid als ich, dann gibt es den Rat der Helden noch. Freund. Ihr existiert. Ich glaube, ich habe noch ein paar andere Mitglieder gesehen. Sie müssten dort hinten in der neuen Residenz sein. Dort in diesem Zelt. Das ist die alte Residenz, oder? Ja, genau. Die alte Residenz. Verzeiht mir. Verziehen. Ah, dann werde ich gleich mal nach Ihnen sehen und dann, wie es dann weitergeht. Ich habe mir noch überhaupt keinen Überblick Tut mir leid, Magister, aber ich bin gerade unter diesem Ingrim-Tempel herausgekommen. Wie die Stadt aussieht und wie wir uns hier bewegen können. Verzeiht mir bitte. Erfrischt euch erst einmal und nehmt etwas zu essen. Erfrischt euch. Ich brauche kein Bad. Ich muss einfach nur was essen. Dann macht dies. Ich werde mich einmal umsehen in der Stadt. Ob ich noch irgendwelche anderen Tempel finden kann. Irgendwelche Leute, die uns helfen könnten. Er legt mal gerade seine staubige, schmutzige Hand in die Stirn und schaut dann mal in Richtung Norden. Zah und Simia Sauerwisch, ja. Wie es scheint. Maldeid. Wander wieder auf. Gut, dann zieht weiter, kümmert euch um die Stadt und wenn ihr wollt, könnt ihr auch irgendwelche Hochwege oder Brücken bauen. Wie gesagt, ich habe gerade erst noch mal andere Sorgen zu tun. Wir sehen uns. Ja, ich würde mich Richtung Süden begeben und probieren, Richtung von Frau Putzens Haus zu gehen. Irgendwie einen Weg zu finden, der weniger oder wenig beschwerlich ist. Ja, gib mir mal eine Gassenwissenprobe. Gassenwissen ist... Das sollte wohl sicherlich irgendwie gehen, aber... Mhm. Ja, kannst du dir dann einen schlangenförmigen Weg in Richtung Süden bahnen, durch Trümmer hindurch, mal durchtauchen, mal drüber hinweg springen und klettern über irgendwelche Holzzäune und dann kannst du am großen Immernstadion vorbeigehen und dran vorbei in Richtung von, da müsste wohl mal das Haus von Witwe Prutz gestanden haben. Das Haus ist vollkommen niedergerissen, niedergebrannt oder ist getroffen worden von einem Trümmerstück? Ja, also da sind wohl mehrere Eisenkugeln eingeschlagen, kann zu sehen, und andere Sachen sind drüber geweht, es ist dann weggebrochen, eingestürzt, also wie so ein Kartenhaus ist dann der obere Stock dann nach links weggebrochen, gegen andere Häuser gegen und dann leicht abgesackt, also sehr, sehr einsturzgefährdet, möchtest du meinen. Ich würde mich zu dem Teil begehen, wo früher der Stall war. Würfel mal eine Baukunstprobe. Wo ist er? Da. Dann kannst du an der Tür leicht vorbei, überlegst noch, inwiefern du da Balken verrücken kannst oder nicht und dann da durchklettern kannst. Nicht, dass es dann sich leicht irgendwie weiter wegrutscht und dich dann darunter begräbt. Und tatsächlich, es gibt hier einen kleinen Hohlraum. Du siehst, wie der Stall relativ unbeschädigt ist. Also das Holz ist wohl irgendwie weggebrochen. Und du siehst, wie da wohl dein Pferd steht. Es lebt tatsächlich noch. Sieht aber sehr hungrig aus und hat wohl eine Verletzung am Bein. Sieht gebrochen aus. Das ist tatsächlich genau das Bein, was auch schon damals gebrochen war. Ja, ich stürme erstmal. Also ich stürme nicht, ich gehe langsam aufs Pferd zu. Ja, Lina, ihr lebt.
und halte dir mal meine Hand unter die Nase, damit ich den Geruch wahrnehmen kann. Ja, komplett zittert am ganzen Körper. Ob das jetzt Frieren ist oder Angst, scheut ein ganz bisschen und schnuppert dann erstmal ein bisschen an deiner Hand. Ruhig brauner. Ja, dann gehe ich mal wahrscheinlich zum linken, glaube ich, vom letzten Bein war es, glaube ich, gewesen. Und betaste es ganz, ganz vorsichtig und da ist wahrscheinlich nichts mehr zu machen. Vermute ich. Oh, ist gebrochen. Ja, Lina. Gut, steht ein Knochen raus. Dann ziehe ich mal meinen Säbel. Und schneid dir die Halsschlagader durch bei Pferd, ich weiß nicht, wie das heißt. So dass du langsam zu Boden sinkst und einschläfst. Richtest dein Pferd und schenkst ihm die letzte Ruhe. Kannst den Schritt ansetzen. Es blickt dich aus großen, traurigen Augen an, aber du spürst vielleicht auch sowas wie Dankbarkeit. Streiche ein letztes Mal über die Gruppe. Und über die Ohren. Möge Raya die Ruhe schenken. Deine Zeit ist vorbei. Auf die Ehre. Würde mir dann vielleicht irgendeine Pferdedecke greifen, falls eine gibt, und den Kopf abdecken. Nachdem ich das erledigt habe, würde ich die Tür, die ich damals präpariert habe, nach dem Siegelring der DBA durchsuchen oder die Tür überhaupt suchen. Was war das auf dem Dachboden oder unten im Stall? Ist unten im Stall die Tür. Aber auch unten im Stall, ja. Kannst du dann auf alle Fälle dann den Ring wieder finden, ja? Den hattest du abgelegt. Den würde ich dann ganz tief in meinen Sachen verstecken, die ich gerade anhabe. Und die Durchgangstür zum Haus ist immer noch vorhanden oder das Haus ist komplett eingestürzt, EG vermutlich. Der Rest, also das könntest du vielleicht nochmal in die Küche gucken, aber die Treppe ist so weggebrochen, dass du nicht mehr nach oben kommst, also nicht mehr zu deinem eigenen Besitz. Könntest du noch mal versuchen, aber die Gefahr, also deine Baukunst sagt ja auch, dass das sehr, sehr schnell wieder wegrutschen kann. Gut, dann lasse ich es sein und kletter wieder aus diesem kleinen Loch wieder heraus. Werf noch mal einen letzten Blick zu meinem ehemaligen Pferd und schlüpfe dann aus diesem Loch wieder hinaus. Stehe dann wieder im Freien und würde mich dann zur Richtung nächsten Tempel wenden. Das ist wahrscheinlich irgendwo Richtung Westen, vermute ich mal, oder? Von hier aus, also du weißt, dass die beiden Praios-Tempel bzw. der Bandstrahlerturm, die sind wohl auch kaputt. Das hattest du gesehen, als du dann am Puni in der Tor standest, aber wohl jetzt von hier aus in Richtung Nordosten, dann zum Pentagon-Tempel, das wäre dann die nächste Möglichkeit. Da war ich ja meistens, glaube ich, schon. Da warst du schon, ja. Dann würde ich mich probieren, wieder Richtung Norden zu schlagen, Richtung alte Residenz. Gut, in Richtung Norden. Wenn du am Immernstadion vorbeigehst, mit blutigen Händen dein Säbel wieder zurückgesteckt, kannst du sehen, wie Isarun wieder gemeinsam mit einem verbundenen Albrax Groscho Agam herauskommt, über ein paar Schutt- und Trümmerberge hinübergeklettert. Drei, vier andere Zwerge noch im Schlepptau, die sich ja etwas mehr Zeit lassen. Kannst du sehen, wie sie dann gerade runtergeschlittert kommen. Isarun. Aber mir. Was treibt ihr denn dort? Ich hab Zwerge ausgebuddelt. Ihr habt Zwerge ausgebuddelt? Ja, der Boden war ganz komisch, wie der Käsekuchen von Frau Prutz. Dämonisches Treiben. Lass mal schauen. Ich gehe mir näher ran und gucke, wer unter diesen rußverschmierten, dreckverschmierten Gesichtern steckt.